Good morning, everyone. Wünschen jeden einen den Frieden Gottes von der Smaris. Na schön, dass der Top kommt und sind nach Smaris. Und Maya von Gott sind gut hier. Wir haben auch passende Leute hier von der Smaris. Und was mir nicht danken werden für ein paar Farsch für Introduction von der Smaris. Und dann, wenn ich die zusammen Gedanken habe, dann gehen eben die Leute Updipe in der Wehe der Einzelnen. Und jeder einer ist willkommen von der Smaris, was ihr kommen ist. Freuen wir hier alle zu sein. Und mit Gott reden zu den Worten von der Smaris. Und wir freuen uns von der für allen Ungers, die sind hier. Wir wollen uns mit dem Wut tun. Und wir wieder kicken, wo der Bulletin ist. Wir sind Henry Ungers, die sind in Willingdon. Und wir sind in Edinburgh, die sind John Peters. So, das von der auch Membership Acceptance, dort wird das actually be fair in Tasch. Aber du waren, sind mehr von den Quack, die auch haben gefahren, so sind Bettwände Menschen von der. Deswegen sind auch schon du haben gefahren und die Ewige von dem Ministerium sind auch du haben gefahren. Und wir bloß noch. Wie hier geblieben, dann alle Nungers. So, können wir uns das andere schon fangen. Und wir kicken die Weekly Announcements. Monday ist Widows Banquet Meeting at 7:30. Und eine Baby Shower für Pete und Annie Fair at 7:30. Die kommen gewöhnlich in Boilen, die Quark. Und es war für Dienstag der Singing Practice. Hier ist ein Grass Lake, Glock 7. Und danach ist Widows Banquet. Und Freitag ist Wara, Sing Practice, Wara der Glock 7. Und dann sind wir uns über das Men's Prayer Meeting in Boilen at 7 in the morning. Und hier in Grass Lake, der Glock 7 zu uns als Bibelstein. Sind welcome, Dutta. Und wir haben die Weekly Offering. Last Sunday offering was general, and today's general. Next Sunday is building fund. And in the only seeds over, there was in Vara Hulung from what I will listen to bulletin band was. There's the Christmas program. This is planned for the 2nd December here from Bo Island and for here in Grassy Lake, the 9th, where it was with the Rhinelander, the Quacksand and Tabor. That is made my room, so 100. Wir wollen das wegen du so. Und für den 1. Dezember ist auch der Sewing Circle Fundraiser. Und ich kann auch Dinge heimbringen zum Verkaufen, Gebacknis und so weiter. Und die Ideen wollen gleich alle up sein. So, es ist auf eine Gelegenheit, du mitteilen und Hand kommen. Und dass ein Segen sein und Taub kommen, dass kann wieder Menschen helfen mit dort. Es ist auf eine Gelegenheit. Und Junior Youth. Banquet is planned for December 8th and youth Christmas banquet planned for December 15th. And then the ladies' prayer supper, that's the 4th December geplant and for the Mialis has the 5th December. There's a $20 gift mat bring and so möchte ein Segen sein, wenn sie so eine Gemeinschaft dort taub haben. And dann du unja selber, congratulations to Frank and Annie Fair on their birth of their son, Austin. There's a volunteer footless in the back. Muss Gott ihn segnen mit der Baby. And there's a footless in the back, volunteer footless. So eine gute Gelegenheit, ihren Vorhang zu besiegen und ihren Mutig bringen. So merke ich nur noch, dass wichtig, dass unser Sohn teilnehmen down und so eine Liedes dort Eten bringen. Das ist eine feine Deutsch für die Lieder und für uns alle taub. Und wie ihr gesagt habt, wenn ihr Prayer Request, du hast eine ganze Liste und wir haben du für beten, für die Membership Acceptance, du von dir, nur mehr. Und ich schaue mal vor der Ich habe euch, die waren da angesehen, oder die waren da ein Blessing gegeben für du Serving und du Online in der Kirche. Und der nächste ist für Ministerial Election in Foam Lake.
in John Pettis und Klaus Fehren vor der Hand für du mithalten und Botschaft bringen. Und dann auch für die Mission Trip, wo du abchämpft, oder wo du zu fahren down, muss man beten dafür, für die, wo du fahren, oder wo du Blessing sind, und safe sind, für die, wo du fahren, und für die Families, wo du zu sein, wo du Blessing sind. So, muss Gott dort segnen. Wir haben gerade ein paar Verse zu lesen von dir, für die Introduction. Und Jesaja Kapitel 53, Vers 3 und Vers 5. Und ich dachte, wir kamen dort, war nur zu den. Weil ich wollte noch sagen, Frauen, habe ich nicht gehört, was für jeden Frauen zu sein, für bekommt mir. Ich will noch mal was zu sagen. Okay, wenn nicht erst. So, wir kamen dort nur nach Weihnachten, oder fangt all an, und. Und ich dachte, was vorher auch prophezeit wird von Jesus, was gesagt wird, was Details auch gesagt werden, vor, lang vorher, der hier erhebt wird. In Jesaja 53, du sagst, es ist das, du wirst es das prophezeit, dort sagt er mit, wer Jesus wird sein, und was er wird tun, und was er wird vor uns tun. Das sagt, er war der Allerverachtlichste und Unwertigste. So er war der ganz Verachtlichste, wenn er hier auf die Erde kommt. Er wurde der ganz Verachtlichste geworden, der ganz Tollste Veracht und leicht wird gehoben. Das ist interessant, daran zu denken, was Daniel prophezeit wird, dort mit dem wird. Und er wird voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht von ihm verbarg. Er wird so verachtet, dass die Menschen eher ohne sich, sich verstärken von, because er wird so verachtet, dass wir schwor unterkommen. Und in der vierten Phase sage ich, vier war, er trug unsere Krankheit und lad auf sich unsere Schmerzen. Und dann, was mich interessant wird, dass er sage ich, dass er trug unsere Krankheit, er wird, wie gesagt, er wird unsere Krankheit drehen, und er lud ab sich unsere Weide. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemordet worden. So, dort für was sie den waren haben. Wenn dann der fünfte Vers, da ging mir deutlich, weil ein Kicken, da wurde dann gesagt, dort für was sie den haben, oder dort für was sie den haben, dann, war der fünfte Vers sagt, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, und um unsere Sünde willen zu schlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. So interessant, dass unsere Karte kommen hat, unsere Schwachheit, unser Sinn, dass wegen Steuers häufig verwundet worden, dort wir basically, in anderen Worten gesagt, dort wir uns, wie wir uns sollten leiden, wie wir uns sollten durchgehen, because wir haben gesündigt, er hat nicht gesündigt. Er kommt von dem Himmel, er kommt von Gott, der wird dort alle gemerkt hat, uns gemerkt hat, und wie wir aufgekommen von Gott, wir haben jeden Gott gesündigt, und nun musst du something sterben, something musst du Strafe haben, sondern kommt er selbst auf die Erde und nimmt die Schuld ab sich, die Strafe, was uns wird, basically abgelassen sein, die nimmt er ab sich, und er durch seine Wunden sind wie geheilt, sagt er durch. Interessant, dort Gott selbst wird auf das Erd kommen und er wird die Schuld, die uns abgelegt wird, und er wird ab sich nehmen, damit wir können frei sein. So, klar und deutlich die Phasen, wenn ich den Weg sein, dort unsere Sinnenschuld, die sind betont. Und dort für Gott ist dort dann wichtig, dort wieder annehmen und dort wieder nicht sie schüren dann. Und wenn wir nach Tau beten, dann gehen wir Eva zu der Botschaft. Herr Jesus, von dir aus morgen sind wir dankbar, dass du bist gekommen auf diese Erde und du hast die Sinnenschuld auf dich genommen. Herr Jesus, du bist uns viel wert und mach wieder, du darfst ein Nennchen kennen, Eva, diese Weihnachtszeit, für wo du auf diese Erde gekommen bist. Dass du hast die Sinnenschuld betont für jeden einen, der auf dieser Welt ist.
aber sie sind launig alle, die dort annehmen und die dort annehmen wollen. Und sie sind zusammen, die wollen dort annehmen, aber sie wissen nicht, was dort meint und wo dort annehmen. Gott, ich bete, wenn hier so eine von der Band sind, dass sie dort klar wird, durch die Botschaft, was gepredigt wird, und wo mit Menschen wird geredet worden und so weiter. Gott, ich bete, dass sie möchten Mut kriegen und die Dinge klar werden, dass du die Rara bist und dass du die Best, was jeder eine Sinnenschuld betont hat. Und ich wünsche von jeder einem von der Smarts, dass sie ein Hort mit Hub sein, dass sie mit Hub sein zum Harchen und dass dein Geist, was euch allen reden von der Smarts. Gott, ich bete um deinen Sehen von der Smarts. Amen. Segen Sie. Good morning. Well, grüß ihn doch in Jesus Christus sein Nom, dat as wertvoll, dat wir uns ab in der Stadt gelegen hat, versammeln dürfen und Gott sein Wort anhören durch Leute in Sendershow und dann auch eine Zeit spenden in Gott sein Wort nannte Ketten in Meier von ihm zu lernen. Mein Wunsch ist, mein Wunsch ist, dass Gott sein Fried von der auch hier wird ab uns sein. Mir falls ich dort nun eine große Abgabe, wann ich an denke, dass wir uns eine Zeit nehmen, so sonntagsmorgens ist das, taub zu kommen in Gott sein Wort nannte Ketten und dort auch verantwortlich sie für ein Wasset von dort. Aber mir ist dort viel wert, doch Gott sein Wort, dort ist jeder Tag nie sein Wort, dort beeindruckt uns, dort jäfft uns in Verwach checken. Gott sein Wort, dort ist auch ein Führer für uns, er ist ein Guide. Dort ist dort, wo uns anlädt, dort, wo uns wisst, wo wir leben sollen. Und wir haben den Heiligen Geist, wo dort wird offenbart zu uns und dort wir dadurch können verstehen, was heute zu uns sein will. Vielleicht hast du, wenn ich diese Dio Gruz lese von der Verfolgung in Russland. Ich habe mir dort nicht gerade nur sein Wort von den Jahren dort wir, aber ich weiß, dass ich ein kleiner Jung wir, dann war du viel mehr von dir redet, dort du Verfolgung wir in Russland. Und unsere Eltern, die uns immer waren, sagen wir so ein Beten für die, was du in Verfolgung wir, Persecution. Und ich lese nur in Buch, The Insanity of God. Und ich sehe gerade in den Port von dort Buch, wo dort enorm viel von der Verfolgung redet in Russland. Das Mann hat vor nur Russland, durch Menschen auszufragen, wo dort gewasst wir durch die Zeit, als sie verfolgt worden. Und als ich an Tag wird von der Gelegenheit, wir haben hier von der Stadt Taubkommen in Gott sein Wort anhorchen. Von der Smarie ist es wie nur ein Quartheim, wir begegnen ihr mal ein paar Lied, was wir in Wasser kannten, in anderen, dort können wir bloß sein mit den Begegnen, dort die führen nur ein Quartheim. Wir begrüßen uns ganz schaftig und du wirst kein Geheimnis, Eva, wo wir hinführen. Sie wissen, dass wir fuhren in Grassy Lake und wir wissen, dass sie fuhren in Bow Island oder vielleicht auch in Winifred und wir werden am Wach in der Kirche, wir werden am Wach zum Gottesdienst. Dort ist ganz up, dort ist ganz frei. Wir fallen uns nicht so, dass irgendwem dort in Bora ist, dass irgendwer uns wird dort verdorben. Und wir denken da einmal nicht an, was dort für eine Gelegenheit ist.
So mir jagt hier ein klein Ängste zu lesen, bloß um unsere Gedanken einmal ein bisschen alle durchabhand zu kriegen. Luther werde ich nach Sassfuhang gehen. Aber nun dachte ich bloß an unsere Gedanken einmal durchanlenken, Wort von Ferrach wie haben, dort wir uns ab seinem Städt war ich versammeln können. In Gott sein Wort aufmerken und davon lernen und dort wie dürfen Angst haben. So, ich wollte auf Englisch gelesen, ich dachte, die Kinder, die Jank hat vielleicht noch eine Geschichte. Sie haben noch gute Sinnerschule gehört, aber mir Jank hat hier ein Ängste zu lesen. So, das schrieb er, heute fuhr nur Russland, Ukraine, war einmal wieder nah. Ich sehe nicht, so sei er bekannt mit der Krieg, aber heute fuhr da hin, heute will Menschen mal mit Menschen reden, wo diese Verfolgung durchgegangen wird. Wir. Und ich will weiten, was hat ernt geholfen, durch die Zeit treu zu bleiben. Und wir weiten, dass wir empfehlen, sie bleiben nicht treu. Ich lasse von der Smarius nach Ware ein Eng in das Buch, was ich nun nicht will lesen. Aber was mir interessant wird, dass kein in Russland so wie, dass die Government, die See, die Präger, was sie Pferde bringen haben in die Kirche. Dort zum Beispiel, wo das anfängt. Sie kamen nur in die Kirche, aber sie hatten eine Botschaft, was die Government gesagt hat, das kann ich sein, das kann ich nicht sein. Und wenn du dann ein Prediger wirst, wo du die Wahrheit predigst, dann wird am Gefangen genommen, am wird im Gefängnis genommen, und dann wird du ein frischer Prediger angestellt, wo du wird dort predigst, was die Government gesagt hat, was sie sollen tun. Was passiert in Samtjörgen, wie wenn das Prediger durch Hand kommt, was du nun über die Botschaft bringst, dass die Regierung dort will haben, dann würden die alle frühes abstehen und sie würden du eine Rehe merken, sodass die Prediger du nicht so durchkommen. Sie wollen nicht haben, dass das Prediger so eine Fähren gehen und eine Botschaft bringen. Aber somehow, die Prediger, die drängen sich durch und sie mögen dort, und sie gehen nur fern, aber wenn sie die Botschaft haben, dann singen sie noch ein paar Leute. Außer die Leute singen, dann würden diese früher sich nur fern drehen und singen mit. Aber wenn die Monisch nur dann abging und sie fängt die Botschaft an zu bringen, dann stünden diese früher ab und drehen sich nur hin. Und sie horchten nicht, sie wollen damit bewiesen, dass sie deuten nicht dort unterstärken, was das Prediger deutet. So dort wie eine Zeit, wo diese Menschen nur durchgingen. Aber hier haben Ängste, was ich lesen will. Das Morgen habe ich einen Translator, was du mit Amtaub Ramfort in Ukraine Menschen ütfrauen. Und so hier, early the next morning, Victor and his friend picked me up. We began a four-hour drive through the countryside north of Moscow. On the way, Victor told me what he knew about Dmitry. Dmitry asked this morn from him we hear lesen down. This fellow believer who had suffered much for his faith. For the rest of the trip, I listened to Victor and his friend recount their faith journeys and life stories. We finally arrived at a small Russian village and stopped in front of a tiny dwelling. Dmitry opened the door and graciously welcomed us into his tiny home. I want you to sit here, he instructed me. This was where I was sitting when the authorities came to arrest me and send me to prison for 17 years. I settled in and listened with rapt attention as Dmitry related his unforgettable personal story over the next few hours. Dmitry told me that he had been born and raised in a believing family. His parents had taken him to church as a child. Over the decades, he explained, communism slowly destroyed most of the churches and places of worship. Many pastors were imprisoned or killed. By the time he was grown, Dmitry told me, the nearest remaining church building was a three-day walk away. It was impossible for his family to attend church more than once or twice a year. One day, Dmitry told me, I said to my wife, you probably think I'm insane. I know that I have no religious training whatsoever, but I am concerned that our sons are growing up without learning about Jesus.
this may sound like a crazy idea, but what would you think if just one night a week we gathered the boys together so I could read them a Bible story and try to give them a little of the training they are missing because we no longer have a real church? What Dmitri didn't know was that his wife had been praying for years that her husband would do something like that. She readily embraced his idea. He started teaching his family one night a week. Dmitri would read from the old family Bible. Then he would try to explain what he had just read so that his children could understand. As he relearned and retold the Bible stories, his son soon began helping with the task. Eventually, the boys and Dmitri and his wife were telling the familiar stories back and forth to each other. The more they learned, the more the children seemed to enjoy their family worship time. Eventually, the boys started asking for more. "Papa, can we sing those songs that they sing when we go to the real church?" So Dmitri and his wife taught them the traditional songs of their faith. It seemed a natural progression for the family not only to read the Bible and sing, but also to take time together to pray, and they began to do that. Nothing could be hidden for long in small villages. Houses were close together and windows were often open. Neighbors began noticing what was going on with Dmitri's family. Some of them asked if they could come and listen to the Bible stories and sing the familiar songs. Dmitri protested that he was not trained to do this. He wasn't a minister. His excuse didn't seem to dissuade his neighbors, and a small group began gathering to share in the reading and telling and discussing of Bible stories and to sing and pray together. By the time the little group grew to 25 people, the authorities had noticed. Local party officials came to see Dmitri. They threatened him physically, which was to be expected. What upset Dmitri much more was their accusation. "You have started an illegal church." "How can you say that?" he argued. "I have no religious training. I am not a pastor. This is not a church building. We are just a group of family and friends getting together. All we are doing is reading and talking about the Bible, singing, praying, and sometimes sharing what money we have to help out a poor neighbor. How can you call that a church?" I almost laughed at the irony of his claim. But this was early in my pilgrimage. I could not easily appreciate the truth that he was sharing. Looking back now, I understand that one of the most accurate ways to detect and measure the activity of God is to note the amount of opposition that is present. The stronger the persecution, the more significant the spiritual vitality of the believers. Surprisingly, all too often, persecutors sense the activity of God before the believing participants even realize the significance of what is happening. In the case of Dmitri, the officials could sense the threat of what he was doing long before it even crossed his mind. The communist official told Dmitri, "We don't care what you call it, but this looks like church to us, and if you don't stop it, bad things are going to happen." When the group grew to 50 people, the authorities made good on their threats. "I got fired from my factory job," Dmitri recounted. "My wife lost her teaching position. My boys were expelled from school." And, he added, little things like that. When the number of people grew to 75, there was no place for everyone to sit. Villagers stood shoulder to shoulder, cheek to cheek inside the house. They pressed close in around the windows on the outside so they could listen as the man of God led the people of God in worship. Then one night, as Dmitri spoke, sitting in the chair where I was now seated, the door to his house suddenly violently burst open. An officer and soldiers pushed through the crowd. The officer grabbed Dmitri by the shirt, slapped him rhythmically back and forth across the face, slammed him against the wall, and said in a cold voice, "We have warned you and warned you and warned you. I will not warn you again. If you do not stop this nonsense, this is the least that is going to happen to you."
As the officer pushed his way back toward the door, a small grandmother took her life in her hands, stepped out of the anonymity of that worshiping community and waved a finger in the officer's face. Sounding like an Old Testament prophet, she declared, "You have laid hands on a man of God, and you will not survive." That happened on a Tuesday evening, and on Thursday night, the officer dropped dead of a heart attack. The fear of God swept through the community. At the next house church service, more than 150 people showed up. The authorities couldn't let this continue, so Dmitry went to jail for 17 years. I knew, because Dmitry was sitting right in front of me in his own home, that this particular persecution story was ultimately a story of survival and victory. This story would obviously have a happy ending, but that didn't mean that the story was going to be nice or easy to hear. Indeed, it was a painful story. Dmitry spoke quietly of long, heart-wrenching separation. He spoke of sweat, blood, and tears. He talked about sons growing up without their father in the house. He described a poor, struggling family during great hardship. This was not the kind of inspirational testimony that we love to celebrate. This was raw, biblical faith. This was the story of one man who refused to let go of Jesus and refused to stop telling the good news to his family and neighbors. As if that was not enough, the rest of Dmitry's story would be one of the most remarkable and life-changing testimonies I have ever heard. And I'll leave the rest of the story for you to read. The next chapter says, "A prison sings." So der Ewige von der Geschichte und Salz lesen, wo mir Janke da bloß zu lesen, uns abzuwarten, in du an zu denken, wo gesehnt wir sind von dir, wo frei wir sind. Wir können hier top kommen und sind auch smarties ist von dir, und er kann so gut, als er ein Verständnis hat von dem Wort Gottes, kann er hier von dir sein, was er meint, oder was er zu mir meint. Er darf nicht Angst haben, dass er war, was sein, was die Government Officials nicht interessieren wird, und er wird im Jail kommen für dort. So, das ist mir wichtig, und das ist mir ein Sehen, dort wie sie Städtchen taub kommen. Und das ist gleich eine neue Geschichte. Diese Geschichte fing wie Kraxis dort in das Neue Testament. Als Jesus war gefahren wie in dem Himmel, und die Jünger dort taub waren, in eine Stufe, dann kam der Heilige Geist auf ihren drauf und kriegt den Salzchen da, stund Petrus ab und hei predigt eine Predigt, wo 3000 Menschen sich bekehren in einem Tag. Und nur dem kam eine große Verfolgung. Und wenn wir die Geschichte lesen in Apostelgeschichte, dann wird wie kriegt das Salzchen fängt, als was wir uns hier groß gelesen haben. Den Abend, als das Morgen durch so schlecht behandelt wird, dann wären, glaube ich, 75 Menschen taub, wenn ich das behalten habe. Der nächste Weg, wie auf der Salz steht, 150 Menschen taub. So wie kann sein, dass die Verfolgung, die bringt Menschen nur Jesus. Und das ist interessant. Mir ankert von dir ein bisschen von dem Mond reden, wo du sehr involviert wirst, wo du sehr mit ein wirst, aus der Kirche in das Neue Testament anfangt. Und dort ist Petrus. Peter. Wenn die in Titel wählen für die Message, kann ich bloß handschreiben, Peter, und vielleicht würde ich gerne sagen, Peter, the leader. Ich habe Luther Tiet das letzte Eng von Johannes, das Evangelium Johannes, gelesen, und dann auch angefangen in der Apostelgeschichte. In mir ist dort groß geworden, wer Peter wir. Peter, hei wir ein Mensch, kraxes du und ich. Hei wir sehr menschlich, können wir sein. He was very human. Peter, wenn Gott durch Peter, durch Petrus, kann Wort beschäftigen, dann kann er auch Wort beschäftigen durch mich und die. Wenn die Hoffnung ist, für Petrus,
dann hast du auch Hoffnung für die in mir. Vielleicht denkt wie tollig an was Petrus dort gerade durch der Heilige Geist in die guten Wort. Vielleicht denkt wie vielmal tollig bloß an die Botschaften, was er bracht. Aber wenn wir uns von einem kleinen bisschen nennen, denken und zum Farsch verführen, von wer Petrus wir verdet passiert. Und ich hoffe, wenn wir diese Dinge uns von der verführen, von wer Petrus wir, dort wird uns eine Hoffnung geben, dort wird uns ein Mut geben, nicht abzugeben. Wenn du Hoffnung wir für Petrus, dann hast du Hoffnung für die in mir. Wenn wir mal ein bisschen nur Petrus seine Personality checken. Petrus, hei wir impulsiv. Ich glaube noch ein bisschen, aber was ist ein Wort für impulsiv? Ein deutsches Wort. Vielleicht komme ich heraus, ich werde uithalten. Ein deutsches Wort für impulsiv. Ich glaube, die meisten von uns verstehen, was das Wort meint, aber das ist bloß ein Wort von wer Petrus wir. Ich weiß nicht besser, das Wort zu erklären, als gerade an Petrus zu denken. Petrus haben wir impulsiv. Wir haben uns mal in Matthäus, das 26. Kapitel, den 33. Vers lesen. Actually, wir wollen beim 30. Vers anfangen. Und ich glaube, wir wollen sein, was ich mit impulsiv meine. Matthäus, das 26. Kapitel, und dann in 30, Kapitel, Vers 30 anfangen. And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night, for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. But after I am risen again, I will go before you into Galilee. And on verse 33, Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Dort wird Peter wieder. Wenn Jesus sagt, die wollen ihn alle veräuren an mich, die wollen alle jen mich sein, dann sagt Peter, wie auch Peter sei er hostig zu sein, nicht ich. Ich nicht. Jo, Johannes, dort glaube ich, weil ich, der Wort, er ist ein von den anderen Jüngern, da kann ich sein, der wird sich gleich an die veräuren, aber nicht ich. Dort wie Petrus. He was impulsive. Wir haben es noch einfach lesen in der 14. Kapitel, war an Matthäus, Vers 28. Matthäus 14, Vers 28 sagt, Und das wir du, wo sie ab das Wutter wirren, in Jesus, der kam du am Wutter nur das Boot gegangen. Und an der 28. Vers, And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Dort wie Petrus, Jesus, wenn das du bist, was du am Wutter jährst, dann sei mir, ich soll nur die kommen. Dort wird kein von den anderen Jüngern, was du leicht würdest dort sein, aber Petrus, hei wir den zwei, hei wir impulsiv. Und dann noch nur Johannes, Johannes, das 18. Kapitel, der 10. Vers. Du sei wie wahr, wo impulsiv Peter wir. Johannes, das 18. Kapitel, der 10. Vers. Then Simon Peter, having a sword, drew it and smote the high priest's servant and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. So das sei wie wahr. You know, wenn Petrus sagt, da wird ein klein bisschen bedacht haben. Unbedacht, würde wir vielleicht können sagen. Wird vielleicht ein Wort sein für impulsiv. Unbedacht, da hat er sich nicht bedacht. Wenn Petrus sagt, dass hier ein Kleinbett wird bedacht haben, ich glaube, er wird das Fußhang können sein, dass man ein Schwert in einem Mann gegen die römische Soldaten gehen, da wird gedacht, keinmal schaffen. Aber ohne, dass er zweimal gedacht, nun bei sein Schwert, und er wird nicht mehr rot schaffen. Dort ist Petrus, impulsiv. Und wir hören nicht so viel von den anderen Jünger, dass die es dort werden. Wir hören dort immer wahr von Petrus. Seine Schwachheiten, dort werden auch seine Stärken. His weaknesses were his strengths. You know, einmal, wenn wir an einen unbedachten Mensch, das Petrus, denken, dann denken wir leicht an den seine Schwachheiten. Aber den seine Schwachheiten werden auch seine Stärke sehen.
Ab einer Stelle kam mir den Vers nicht durchgeschrieben, aber du sagst, Petrus, Jesus, das ist actually du, wo Jesus die Menschen mal krank sagt, wo das ist. Ich glaube, er sagt, du, dort, wenn sie nicht wollen, sein Fleisch essen und sein Blut trinken, dann sind sie nicht ein Port von ihm. Und dann sagt er, du wirst eine große Gruppe Menschen, die dann von Jesus war. Dann dreht Jesus sich um, nur seine Jünger dann früher, weil die auch gehen. Und dann sagt Petrus, to whom shall we go? You have words of everlasting life. Wo soll wir hingehen? Sieht ob wie eine Schwachheit von Petrus, dass er einmal so schwind wird sieht, aber dadurch, dass er so schwind wird sieht, sieht er kracht die Wahrheit. Er sagt, wo soll wir hingehen? Du bist der, was du wieder von ewig Leben hast. Nächstes Mal fragt Jesus, wer sah eine Menschen oder ich sie? Und dann kommen verschiedene Antworten und dann fragt Jesus, wer sei je dort ich sie? Und dann sagt Petrus, thou art the Son of God. Du bist der Sehen Gottes. So dass wir waren, Petrus, was so hastig eine Antwort dreht hat, und er sagt, krack, das dreiste Ding. Petrus wie auch nicht ein Hypocrite. You know, als ich du andacht und du von los, dann dachte ich so, ich wünsche ich wie ein Betal, als ist Petrus. Was die sahen, das wäre wir. Petrus hat kein anderes Bild. Krax ist er, so ist am Sach, was ist er wir, das wäre bloß Petrus. You know, wenn ihr mir würden da ein Werk sein, dann würde ihr einmal vielleicht so denken, na, was sind doch, seht ihr die so? Er, you know, das sieht vielleicht einmal nicht ganz nur ein Prediger mit mir um da ein Werk. Petrus wäre nicht so stark. So ist er am Sonntag wie so wie eine andere Deal. Und du möchtest sagen, nicht, dass ich probe, anders zu sein am Sonntag, aber die weiß nicht, was ich meine. Wie haben einmal ein Wasch von, was uns in Gesicht zu wiesen, wer was vielleicht ein klein bisschen anders ist, als das in Wirklichkeit ist. Petrus hat wir nicht so stark. He didn't strike a pose. What you saw is what you got. Was die von ihm sahen, dort wir haben wir. Wenn wir uns nochmal zu Maya Schriftstellen verführen, von wo Petrus wir, und hoffentlich, ich habe Luther nach Maya nennen, in wer haben wir aus Jesus am Isch, aus der Heilige Geist ist wir in am Nennen gekommen. Aber wenn wir mal in Johannes, der 13. Kapitel, drehen und uns durch zum Farsch verlesen. Johannes, der 13. Kapitel von Farsch 1, bei der ich tieren. Das wir ganz dicht an Jesus seine Kreuzigung. Erst dann hat er was falsch von sein Kum, das hat was bald Kum, aus dem Baby, was wir Dollar und denken über Weihnachten. Das wir Dollar dicht an Jesus seine Storven. Das sagt in Johannes, der 13. Kapitel, Vers 1. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he riseth from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself. After that, he poureth water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do, thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Vielmal habe ich all verschiedene Erklärungen gehört, Eva, woran Petrus nicht will haben, dass Jesus soll seine Feet waschen. Ich weiß gleich krank, was der Ursache ist, aber ein Ding, wo ich an Dach sagt Eva los, könnte es sein, dass Petrus Jesus so viel rehrt, dass Petrus Jesus so viel ehrt, so viel, er hat so einen Respekt für Jesus, dass ihm dort nicht gut wird, dass Jesus will seine Feet waschen. Er wird sich vielleicht an so gefällt, ich soll Jesus seine Feet waschen. Ich glaube, wenn ich an denke, wer Petrus wie, ich glaube, dass er leicht wird, haben könnte denken. Worum wirst du, Jesus, mein Heiland, mein Erlöser, worum wirst du meine Feet waschen?
Und dann sagt Jesus, what I do, thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter saith unto him, thou shalt never wash my feet. Und du selber war dort das Unbedachte, dort Hostie von Petrus. Du sollst keinem meine Feet waschen. Jesus answered him, if I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus saith to him, he that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit, and ye are clean, but not all. So das ist wie wahr, wo Petrus wir. Von einer sieht, Eva gestorben nur der andere. Na dann nicht bloß meine Feet, dann mein ganzen Körper auch. Und als ich das letzte Werk in Apostelgeschichte los, die letzte Geschichte, wo ich von Petrus los, dort wir würdet lernen mit den verschiedenen anderen Tieren, raufgeluten worden auf Petrus. Und dann sagt in der Vision, in den Trance, wo Petrus durch wir, dann kommen eine Stimme, die sagt, schlag diese Tieren in Erd, wenn Petrus hungert. Und dann sagt Petrus, keimo, er kann auch niemals was anderes gegeten, und ich war auch keimo. Ich glaube, das war heute, was du sagst. Und dann muss er krank und das denken. Nicht meine Feet waschen, Jesus. You know, das war Petrus, hat Jesus dort. Even nur dem, dass der Heilige Geist am ungefällt hat, wenn er ist, drauf ankommt, dann kommt er noch wahrer Petrus in Impulsiveness, kommt noch wahrer fair. Oh no, von seinem Stadt hat noch keinmal gejeten und ich war auch keinmal. Das war Petrus durchsehen. Und hier seht ihr, Jesus, du nicht meine Feet waschen. Dann sagt Jesus, weil wenn ich nicht deine Feet wasche, dann hast du kein Port an mich. Oh, na da nicht bloß meine Feet über meinen ganzen Körper, wenn ich wohl ganzen Port sein von Jesus. So du sei wie ein bisschen, wer Petrus wir. In Kapitel 13, dort die 37. Vers, bloß ein bisschen wieder nur auf. Du sagtet, ich will den 36. Vers auch lesen. 13, Vers 36. Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, whither I go, thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterwards. Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. Sie du sei bewahre, Petrus sin Impulsiveness. Ich will mein Leben handeln für dich. Und dann ein paar Kapitel wieder, in das 18. Kapitel, Johannes, das 18. Kapitel, Vers 25 bis 27, du sei wie krank, wird Petrus dead. Jesus sieht ihn dort, er wird ihn verlehen, und hier deut er dort auch. Johannes, das 18. Kapitel, Vers 25 bis 27. And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, art thou also one of his disciples? He denied it and said, I am not. One of the servants of the high priest, being his kinsman, whose ear Peter cut off, saith, did not I see thee in the garden with him? Peter then denied again, and immediately the cock crew. So here's Ivy, wo Petrus Jesus verliehen deit. You know, erst dann seht er, oh, ich war mit die Mäckchen, ich war mein Leben handgeben für die. Ich war die nicht verliehen, aber wenn die alle verloren waren, ich war nicht. Und dann hier, du verlierst Jesus dreimal. So, wir haben uns ein bisschen vergeführt von Petrus, wer er wir, seine Personality. Wir haben uns vergeführt, dass er Jesus verliehen deut, dass er näher sieht zu Jesus, so zu sein. Ich stelle mir das einmal so fair, vielleicht hast du das wie ein Bild, was ich mal gesehen habe, aber ich stelle mir so fair, als Petrus Jesus durch den dritten Mal verliehen deut, dann, ich glaube, das sagt eigentlich, ob einer steht, dann kickt Jesus sich an und er kickt nur Petrus. Ich habe uns das fair stellen, wo Petrus sich gefällt wird haben. Ich stelle mir so fair, er wird sich an, so gefällt, dass das erst nicht durch. Du hast keine Hoffnung für mich. Und du, wenn sehr ich am Anfang, wenn du Hoffnung wir für Petrus, dann hast du auch Hoffnung für dich und mich. So viel mehr fallen wir ans Kraxus Petrus. So seit nie gesündigt hat, so seit nie gefehlt hat,
Det bloß zu viel. Und ich stelle mir so fair, dort, wo Petrus sich durch was gefällt hat, nur dem, dass er Jesus verliehen hat. Aber das sagst du auch kurz, nur dem, dass er jink rührt und he wept bitterly. Er rührt. Und ich will noch einmal, als dort in Repentance cry wir. Als dort in rohren wir von dort am Leid wir und dort hei am Vergebung früher. Nun werden wir uns ein klein bisschen daran anloten an Peter als a leader. Even wenn Petrus auch Jesus hier verloren hat, wenn er sich vielleicht auch wird, sie gefällt, dort wir üt mit ihm, hei wir in Leder. Weil die in Leder, die konnte nicht verstärken, dort hei in Leder ist. Ich wir noch mal bloß in Nata jung, und dann wird mein Dad mal zu mir kommen, und dann wird sagen, wasch bitte nicht so, als die du deutsch. Wenn du dort das, dann glauben die anderen Menschen, sie haben auch Freiheit dort zu tun. Und das bohrt mir immer wieder. Ich dachte, warum kann ich mein Leben nicht so leben, als ich mein Leben will leben? Warum muss ich immer daran denken, dass jemand kommt mich hingeron? Aber durch mein Leben hat mir dort die Natur gemerkt, er ist mir dort leichter geworden, um zu denken, dass ich sehen lehre. Und das ist wichtig, wo ich leben darf. Und Petrus hat wie auch so. So sei es, dass ich hier vielleicht auch so fall, dass er hat gefehlt, er hat alles getan, er bleibt, du weißt, in lehre. Wir haben mal in Johannes, der 20. Kapitel von Vers 1 bis Vers 6 lesen. Und noch einig, was ich will sagen von Petrus, bevor wir hier hingehen. Als ich diese Geschichte überlasse von Petrus und von Judas, wo Judas Jesus verruhen hat, dann habe ich bei mir einmal gedacht, ich wundere, wer einen geraten Sinn begonnen hat. Judas, dort hat Jesus verruhen hat, er Petrus, dort hat Jesus verliehen hat. Und ich glaube, dass dort eine so viel geraten wie das andere. Der Unterscheid wir in der Response, in der Wahrheit, wo sie du mit handeln deiden. Judas konnte nicht handeln, in hei jink, in hei nahm sich das Leben. Petrus, hei rohrt, in hei seht, hei jäuf nicht ab, hei jink wieder. Ich glaube, das ist der Unterscheid. Aber hier ist es nur dem, dass Jesus am Kreuz genäht wird und hei wir in der Grof gelacht. Und nun wird Montag oder Sonntag Smorjes, der erste Tag von der Werk, sagt es in Kapitel 20. Und wer wird mal sein, wer der Lehrer ist? Kapitel 20, Vers 1, Vers 6. Now, the first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Then she runneth and cometh to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Peter therefore went forth and that other disciple and came to the sepulchre. So they ran both together, and the other disciple did outrun Peter and came first to the sepulchre. And he, stooping down and looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie. Ich habe sein, wo Petrus, wo er ein Lehrer war. Er konnte nicht so sehr ran, als Johannes konnte. Aber als er ist bett du wir, bett ein Graf wir, haben wir dort nicht gehabt, bloß du sich mit so ewer Becken in den Nähen checken. Hei bloß Fuß in der Graf nähen und check wurdet wir. Peter was a leader. Und dann wollen wir nur das 21. Kapitel gehen. Von Vers 1 bis 14. Du sei wie wahrer, Petrus aus in Lehrer. John chapter 21, 1 to 14. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and on this wise showed he himself. There were together Simon Peter and Thomas, called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples. Simon Peter saith unto them, I go a-fishing. You know, here's an, what ging a taupe, ich glaube, wenn wir den Tal und ich glaube, wir in Seven stark. Wären sie dort taub in eine Wahrheit, können wir sagen, vielleicht ein bisschen hoffnungslos.
Sie wussten nicht ganz genau, an was sie nun wären. Jesus wird am Kreuz genäht, sie wussten nicht, wie abgestohlen, aber es wird die Zeit zwischen, dass Jesus trägt im Himmel fuhr. Und sie wussten nicht ganz genau, an was sie wären. Sie wären hier ihre sieben Jünger taub. Und ab eins steht Petrus ab und sagt, Echo fashion. They say unto him, we also go with thee. Kann es sein, dass Petrus in Lehrer wir? So schwind es heißt, Echst du ab, Echo fashion. Die anderen, die Jünger, stünden bloß ab und sie sehen, wie gehen mit die Mat. They went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Miangat hier ein Klimpässe stell zu holen und ein Klimpässe in andere Richtung zu gehen für ein Klimpässe. Aber ich sei hier ein Denk in Jesus, wo ich glaube, wird wie aus Furasch, era aus Leder, viel mehr würden können in uns Leben anwenden. Das wäre nicht das erste Mal, dass Petrus, wie würden können sagen, Petrus mutlos geworden wäre, und wo er ging, fashion. Er wäre mal einmal eier, auch fashion gegangen, und wie würden vielleicht denken, Petrus, was schuld die? Dort fashion hat Jesus die Daniel gesagt, dort ist die Menschen nicht fash. Wir würden haben können, wir können so denken, Jesus würde haben können, Petrus kommen und sagen, was schuld die Petrus? Woran ist die Ovara dort? Du sollst nicht hier fashion. Aber wenn es steht, dort Jesus dort ist, dann geht er mit Petrus taub fashion. You know, nicht im Boot, aber er kommt in einem Wutter, das erste Mal dann sagt er, schmied dort nach, wenn er andere sieht. Und dann tun sie dort und dann kriegen sie eine ganze Schuhe fash. Und hier war er, Petrus, wie würden können sagen, er wird ein bisschen confused, er weiß nicht ganz genau, was er nun will, er ging fashion und wir würden haben können, wir würden sie denken können, dass Jesus würde haben, nur Petrus könnte kommen und sagen, was tust du hier? Fashion. Aber Jesus, er kam da hin, kam da Meer, oder nun Lake, wo immer sie wären, und diese Disciples, Jünger, haben hier den Nachhinein gefasht. In Vers 5 sagt es, Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw for the multitude of fishes. Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. You see the impulsiveness of Peter? Dort dir am Tolang ni war, bat der Boot isch on a Kant wie, he schmeit sich im Wut an an, and he schwamp nur a Seed. He will futz nu Jesus. And the other disciples came in a little ship, for they were not far from land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. As soon as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Jesus said unto them, Bring of the fish which ye have now caught. Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, 153. And for all there were so many, yet was not the net broken. Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? Knowing that it was the Lord. Jesus then cometh and taketh bread and giveth them and fish likewise. This is now the third time that Jesus showed himself to his disciples after that he was risen from the dead. Was ich das Eva los, wie am Smarius, und ich das Mann, ich kann mehr retten, wo ich dort würde gerecht haben. Kuhlen, dicht bei mir, in frische Fisch. Dort wird han schein geschmeckt. Und dort, wo Jesus wir. Und es steht dort heute Jünger hier kämen ütgrünzen, dort sei hier Fischen deuten, dann hör du freistich mit ihren Taub. Hör du auf Fisch reut, aus seinem nur der Korn kämen, und dann seht ihr, nicht bringt noch von der Fisch, was die Grütze gefischt haben. Und sie haben nun ein scheinet freistich aller Taub. Und dann in Vers 20, in 22, du sagst wie noch einmal, wir denken noch einmal an Peter as a leader.
Petrus aussen Lehrer. Du sagst, du hast nur dem, dort Jesus am Frühjahr sei am gleichgläubig? Yes. Du hast Jesus am dreimal gefragt, das sei am Gott wir. In einem Vers 20 sagst du, then Peter turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following, which also leaned on his breast at supper and said, Lord, which is he that betrayed? Ich will noch einmal anfangen, Vers 20. Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following, which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee? Peter, seeing him, saith to Jesus, Lord, and what shall this man do? Sie, du sei wie wahrer Petrus aus dem Leder. Hei wir bekämmert am anderen Menschen. Hei frucht Jesus, what about this jünger? Wat soll die dann? Hei wir bedürt am anderen Menschen. Du sei wie am nach wahrer Osten Leder. Unser Titas Mess vorbei, aber wir janken noch ein klein bisschen zu kicken. Wir haben nun gesehen, wer Petrus wir, Osten Personality, hei wir impulsiv, hei wir genuine, hei wir wholehearted, tender, affectionate, capable of rare insight, all die verschiedenen Dinge, habe ich gesehen von Petrus, wir haben gesehen, dass er in Leder wir. Aber als ich dann anfange, in Apostelgeschichte zu lesen, in Acts, wo Petrus abstand aus dem Leder, dann hat mich verwundert. You know, Petrus wird nur haben können zu denken, ich habe so viel mal Dinge auch getan. Ich habe so viel mal gefehlt. Aber als ich strip ankomme, dann wird Petrus wahrer in Leder. Er stimmt wahrer ab aus dem Leder. Und wir wollen uns die Verse nicht alle lesen, aber mir ankert bloß ein paar Dinge zu vertellen, von was Petrus deut. In Apostelgeschichte, das erste Kapitel, wenn wir würden in den 15. Verse anfangen zu lesen, du wirst die Jünger alle taub, sie luden, dass der Heilige Geist wird kommen. Und als sie taub werden, dann sagt er, ab eins, dann stimmt Petrus ab in Heusel. In Versas 10, men and brethren, the scripture must needs have been fulfilled. So hei wir bedürt, dort die Schrift sich wird erfüllen. Und dann ging sie die ganze Geschichte durch, wo Judas Jesus verruht hat und wo er sein Leben genommen hat und er empfiehlt dort nun an nach ein Jünger. Und dann wie Petrus da, wo die ganze Meeting da anleiten dort und dort jäuft du nach ein Jünger gewählt. Du sei wie Petrus, er stund ab und er wir in Leder. Und dann in der zweiten Kapitel, du habe ich die Geschichte, und das ganz interessant sein, bloß mal eine ganze Botschaft durchfand zu haben, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, wo die Menschen dort ab eins hören, du wirst in ihre eigene Sprache geredet, sie können das verstehen. Und dann haben sie, wissen sie nicht, was du anjinkst, und sie fangen die Jünger an zu beschuldigen, dass die werden betrunken. And on in Vers 14 sagt it, but Peter, standing up with the 11. So das sei wie war Petrus, der erste, wie war Reu. Kriegst du es auch immer, das erste Reut wir, und das erste Dinge seht, und das erste Fashion jink, kriegst du wie hei hier auch war, der erste, und hei stund ab, und hei fangt an mit einer Botschaft, und ab eng von der Botschaft sagt du wirst 3000 Menschen, was ich dir bekehren. Und so dort wird wie kennen, ich glaube, das hat mir letztes Neue sein, die erste Feier der 5 Kapitels, du sei wie immer war Petrus. Du hast immer war mit Petrus zu tun. Und nun sehe ich über dem, was das 8. und 9. 10. Kapitel, vielleicht auch noch ein bisschen wieder. Und du hast die Geschichte von Cornelius, der Mann, wo du sagst, er hat Mosen geben in Beden. Und dann kommt ein Engel und sieht, er soll Petrus raupen lassen. Und dann ging Petrus zu den Mann, dass wir ihn hätten. Und dann ging Petrus zu Hahn und dann sagte das ganze Haus, dort warte mit den Heiligen Geist angefällt, dort wie auch war Petrus. Und ich sehe von der freust dich auch, mich freut, dass dort Petrus gewasst wie was du nur den Heiden gegangen wirst. Wenn even Petrus, als heute ist wie gewasst, dann sagt der Apostel in Jerusalem, als Petrus trägt du Hahn, kam dann, sehen Sie, you know, was hast du getan, Petrus, dass du mit Heiden taub gejitten hast? Und dann vertellt Petrus in der ganze Geschichte, was du geworden hast, und dann freuen sie sich mit Petrus mit. Und ich wundere, wo das wird geloten haben, was kriegst du Petrus da? Wenn Dinge auch gehen,
dann fallen wir uns dort zu alles meine Schuld. Ich habe auch andere Schuld. Er hat das, das sind Konsequenzen von das, was ich gelebt habe in meinem Leben. You know, mir hat das nicht vielmals so. Wenn ich sage, meine Jungs, die tun Dinge, die mich nicht interessieren, dann denke ich so, na ja, das ist ja eine Konsequenz von das, was ich gelebt habe. Und dann kommt es darauf an, dass ich mutlos war. Dann kommt es darauf an, dass ich so denke, well, what's the Zweck? What's the Purpose? Und dann frage ich mich, dass wir hier so Mann haben als Petrus. Even though he failed miserably, he stood up as a leader in how we am aware of what the erste Reit wir Dinge zu tun. So werden wir nicht abgeben, werden wir wieder kämpfen. Wir würden noch wieder eine Hing gehen können in das erste Buch von Petrus. Ich glaube, das ist in der zweite Kapitel. Du redest Petrus von, wo wir uns sollen, all die verschiedenen Dinge, wo wir dir sollen nur folgen. Und wir sehen dort, wann er hier mit den Heiligen Geist angefällt wird, wann er hier auch Dinge deut, was die Leute Chemieskraft versetzt, danach wisst er dort, dass er Brücken anstrengt. Der Brücke immer wahrer sich dort vernehmen, immer wahrer du nur zu streben, dort reicht zu tun. Und so ich hoffe, dass diese Botschaft kann für uns in Mut merken sein, als Lehrer treu zu bleiben. Wir werden noch beten. Uns lieber himmlischer Vater, wir kommen dessen Vermehrung nur dir. Wir danken dir, dass du uns gut bist. Wir danken dir, dass du geduldig bist mit uns. Wir danken dir, dass du barmherzig bist zu uns. Und dass du uns immer wahr Mut sprachst, Mut gibst, wieder unsere Abgabe treu auszufüllen. Ich bete für jeden einen hier in dieser Märe. Ich bete, dass du uns entnusen, Mut geben, Kraft geben, Freudigkeit wieder dein Willen zu tun und treu für dich zu leben, sodass dein Königreich hier auf dieser Erde gebüht kann, worden und dort Menschen kann, die sein, durch dass deine Kinder hier leben auf dieser Erde. In Jesu Namen. Amen.456 Christian hymnals. Faith is the victory. So wenn wir wollen den Glauben ausleben, wo wir sich haben, in Trübels, wo wir durchgehen, vielleicht das Alan Duhl sieht, wenn wir uns fertig schwach fühlen und proben danach weiter mutig abzustehen, wenn wir wollen Glauben haben und wir sich haben. 456. Encamped along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle hard the night, shall veil the glooming skies. Against the foe and veils below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory.